Ich meine, aber ich habe jetzt alles. Ein paar leere Flaschen, Terpentin, die paar alten Stofffetzen. Was brauchtet ihr noch? Also hilfreich wäre noch, wenn ein Wecker ein bisschen Klingeldraht und eine 9-Volt-Blockbatterie hättest. Und 6 Eier, was man halt so braucht zum Frühstücken. Eier. Na super. Sag mal, Mainz, hast du etwa nichts fürs Wochenende eingekauft? Ja, sorry, habe ich vergessen. Aber seit du Ulrike und Gudrun zu dieser Ausbildung in den Palast zu dieser Tina geschickt hast... Palästina. Genau. Seitdem läuft es mit der Versorgung hier nicht mehr so gut. Können wir uns nicht einfach ein paar Sachen von der Kommune 1 ausborgen? Mal gut, muss mir nur was anziehen. Na, klasse, dass du uns aushilfst, Langhans. Unsere Frauen sind nämlich in Palästina. Auf einer Fortbildung. Und Holger hat wieder vergessen, fürs Wochenende einzukaufen. Ja, das ist ja gar kein Problem. Es passiert mir auch ständig. Ich meine, aber ich habe jetzt alles. Ein paar leere Flaschen, Terpentin, die paar alten Stofffetzen. Was brauchtet ihr noch? Also hilfreich wäre noch, wenn du einen Wecker, ein bisschen Klingeldraht und eine 9-Volt-Blockbatterie hättest. Und 6 Eier, was man halt so braucht zum Frühstücken. Ah ja, ich schau grad mal nach. Erwartest du noch jemanden? Ne, die Räumungsklage haben wir eigentlich abgewendet und der Kammerjäger kommt immer montags. Wo ist er? Loki Schmidt? So ist es. Wo hat sich dieser Schürzenjäger diesmal versteckt? Ist er da drin? Mit eurer rattigen Brünette, dieser kleinen Schlampe? Ich meine wohl, ich hab den Helmut vorhin am Kiosk gesehen. Der hat da sämtliche Stangen Zigaretten aufgekauft. Wehe! Du verscheißerst mich, Langhans. Und ich dachte, wir sind paranoid, als ob ausgerechnet dieser kreuzbrave, langweilige Schmidt... Ich will mal so sagen, Fräulein Obermeier, im Rahmen unserer Möglichkeiten war dieses überraschende Tête-à-Tête inklusive der physischen Annäherung nebst Austausch von Körperflüssigkeiten eine, wie ich finde, durchaus zufriedenstellende Angelegenheit. Ich fand's einfach nur geil. Oder so. Meine Herren, Uschi, wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen mögen. Wir haben nämlich heute um 4 Uhr noch eine Krisensitzung wegen dieser Roten Armee-Fraktion. Und ich habe nur noch 16 Stank-Zigaretten im Büro. Ich mach mal so. Geile Frisur. Du sag mal, wie ist denn so der Sex mit dem Helmut? Kann der so richtig lange? Naja, geht so. Meistens so 3 Zigarettenlängen. Als wir uns kennenlernten, hatten wir manchmal eine ganze Schachtel lang Sex. Wow. Neid. Aber lass uns nicht von meinem Mann reden. Kommen wir lieber zu dir. Na, was haben wir denn hier? Oh, sorry, Loki. Also das ist mir wahnsinnig peinlich. Das ist mir echt noch nie passiert. Mach dir keine Sorgen deswegen, Rainer. Das ist nur eine Erektion. Das ist völlig normal. Ach, das ist eine Erektion?